Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie sehr herzlich bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, unverzichtbar, abwechslungsreich, immer wieder durchsetzt mit Themen und Meinungen, die man so nicht erwartet hätte und die einen dann, hoffentlich bereichernd, auf dem falschen Fuß erwischen. Wir nennen das Horizonterweiterung, das ist unser Geschäft, das ist unsere Absicht, schön, dass Sie dabei sind. Am Donnerstag, dem 2. September 2021. Bereits ist es wieder September. Die Zeit verrinnt und die Zeit ist die kostbarste Ressource, die es überhaupt nur gibt. Und deshalb ist die Aufmerksamkeit, die Sie uns gewähren, die Sie uns schenken, das rarste Gut. Wir danken Ihnen von Herzen dafür. Zeit. Wir beginnen mit einer Zeitenwende. Der amerikanische Präsident Joe Biden hat vor 2 Tagen eine große Rede gehalten, eine neuerliche Rechtfertigungsrede für seinen überstürzten chaotischen Abzug aus Afghanistan. Und je mehr Reden er hält darüber und wie gut das gewesen sei und wie sehr er sich auch bemüht, diese Schmach in einen Triumph umzudeuten, desto stärker wird sich bei uns und bei den Amerikanern natürlich der Eindruck verdichten, dass das Ganze wirklich schiefgegangen ist. Ist im Journalismus nicht anders. Wenn Sie Ihren Artikel ewig erklären müssen, dann kann mit diesem Artikel irgendetwas nicht stimmen. Biden in der gleichen Situation. Ich habe das gestern schon angeschnitten, aber wir müssen auf diese Rede zurückkommen, denn es ist eine wichtige Rede. Sie markiert einen Wendepunkt in der amerikanischen Außenpolitik. Sie markiert eine Neujustierung und dieser Wendepunkt, diese Umpolung der weltpolitischen Rolle der Vereinigten Staaten, die hat natürlich Auswirkungen für uns alle in Europa, in der Schweiz, weltweit, das wird zu spüren sein. Mit einem Begriff, die Amerikaner setzen auf Rückzug, Rückzug, Splendid Isolation, Isolationismus, sie ziehen ab und die Argumentation ist, es lohnt sich, es hat sich nicht gelohnt, es war zu teuer, finanziell, aber auch vom Aufwand an Leben, das geht nicht. Wir können nicht weltweit für Ordnung suchen, wir müssen uns stärker auf unsere Kernkompetenzen und Zuständigkeiten konzentrieren oder um es mit dem Bruder Klaus zu formulieren, dem legendären Schweizer Einsiedler und Heiligen, macht eure Zäune nicht so weit, riet er den alten Eidgenossen. Und dieser Bruder Klaus'sche Rat wird jetzt beherzigt von Joe Biden. Macht eure Zäune nicht zu weit. Oder, um es in den Worten des Vorgängers auszudrücken, Donald Trump, America first. Also Joe Biden, das ist die Ironie, setzt mit seinem Isolationismus auf America first. Also eine Abwendung von der Weltpolizistenrolle durch die Vereinigten Staaten. Und das bedeutet erstens, dass die Russen, die Chinesen natürlich ihre Muskeln spielen lassen werden. Es wird knirschen, es wird plattentektonische Verschiebungen geben, es wird Ausdehnungsversuche geben des Einflussbereichs. Und zweitens, Europa, NATO, Schweiz, die Bedeutung wird sein, dass man hier mehr sich mit militärischen Fragen auseinandersetzen muss. Die Europäer können sich nicht mehr in der sozialen Hängematte auf die US-Kavallerie verlassen. Und in der Schweiz müssen wir das tun, verstärkt tun, was wir in den letzten Jahren vernachlässigt haben, in den letzten Jahrzehnten, nämlich die Aufrechterhaltung einer Armee, die in der Lage ist, die Schweiz zu verteidigen. Und diese Einsicht ist zwar vielleicht gefühlsmäßig und rhetorisch da und dort angekommen, aber wirklich verinnerlicht haben es diese Regierungen noch nicht. Trump wird noch vermisst werden. Trump hat einfach ein paar heftige Reden gehalten und gesagt, zahlt einmal mehr, macht ein bisschen mehr für die Verteidigung. Aber Biden, der redet gar nicht mehr mit den Leuten. Der schafft einfach vollendete Tatsachen. Ist dann der kalte Entzug, wenn man so will. Und da müssen die Europäer, da muss die NATO reagieren. Die werden mehr investieren müssen in ihre militärischen Verteidigungskapazitäten. Und in der Schweiz wird es nicht anders sein. Und deshalb ist natürlich die Diskussion, die wir jetzt haben, so sehr ich Diskussionen schätze, über die Beschaffung eines Kampfflugzeugs, das ist, meine Damen und Herren, politische Esoterik. Das ist weltfremd. Es kann keine Frage sein,
ob jetzt die Schweiz ein Kampfflugzeug benötigt oder nicht. Selbstverständlich braucht sie das. Wir haben viel zu wenige. Unsere Armee ist viel zu klein in dieser von den Amerikanern qualifiziert verlassenen, also unqualifiziert von der Umsetzung, aber ich sage nachhaltig verlassenen Welt. Wir steuern ins 19. Jahrhundert zurück. Die Konkurrenz der großen Blöcke, das wird wieder knirschen, das wird wieder krachen. Und da muss man gerüstet sein, da kann man sich nicht irgendwo in ein Nirvana davon träumen. Biden sagte übrigens auch, der Afghanistan-Krieg sei endgültig vorbei. Das ist natürlich Wunschdenken. Schön wär's. Aber was wir beobachten ist, dass so ziemlich alle islamistischen Terrororganisationen der Welt Gratulationsschreiben nach Kabul schicken und einige davon schlagen jetzt auch wieder ihre Zelte auf in Afghanistan. Das heißt, das ist ein offener Bruch der Taliban mit dem Abkommen von Doha, dem schlechten Abkommen, das Donald Trump noch ausgehandelt hat. Aber man muss zu seiner Ehrenrettung sagen, dort gab es noch Bedingungen drin. Also die Amerikaner hätten ihre Truppen nicht abziehen müssen, unter den aktuellen Bedingungen, denn die Taliban haben diesen Vertrag nicht erfüllt. Sie haben nicht sichergestellt, dass keine terroristischen Gruppierungen in Afghanistan mehr auf dem Boden sind. Das war eine klipp und klare Bedingung des Vertrags von Doha, von Trump ausgehandelt. Und dort steht drin, wenn die Taliban das nicht machen, dann müssen die Amerikaner ihre Truppen nicht abziehen. Biden hat es trotzdem gemacht, versucht jetzt aber Trump die Schuld in die Schuhe zu schieben. Das ist unehrlich, das ist Politik, wir würden sagen, schlechter Stil. Und der Afghanistan-Krieg ist noch nicht vorbei. Also ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Schauen wir uns nur das unglaubliche Waffenarsenal an, das die Amerikaner zurückgelassen haben. Ich habe hier eine Aufstellung der Sunday Times. 22.174 Humvees, das sind so Panzerfahrzeuge mit Rädern. 634 M1017 Panzerfahrzeuge, dann so minensichere Panzerfahrzeuge, 169 M113, 64.363 Maschinengewehre, 8.000 schwere Lastwagen, 16.035 Nachtsichtgeräte, 358.530 Sturmgewehre, 126.295 Ordonnanzpistolen, nennen wir sie nur Pistolen, 176 Artilleriekanonen, aber dann geht es noch weiter, 33 Mi-17 Helikopter und 33 UH-60 legendäre Black Hawk Hubschrauber sowie 4 C-130 Hercules Transportmaschinen. Das sind diese legendären Giganten der Lüfte, da werden immer, die werden gebraucht für Evakuierungen. Auch im Filmgeschäft sieht man die Mission Impossible, Tom Cruise, der sich an irgendeiner Landeklappe festgekrallt hat beim Start und dann irgendwie noch in das Flugzeug hineinkriecht und zum Überdruss dann diese Stunts auch noch selber spielt. Also 4 von solchen Dingen, die sind jetzt in Afghanistan zurückgeblieben. Dazu Dutzende von militärischen Cessnas und Embraers. Also das wird mit größter Wahrscheinlichkeit von den Taliban nicht dem IKRK zur Verfügung gestellt werden. Die werden das also nicht für Friedensmissionen weltweit einsetzen. Also der Krieg in Afghanistan, der scheint mir da doch noch nicht ganz fertig zu sein. Aber egal, wie falsch das der amerikanische Präsident einschätzt, für uns bedeutet das, die Schweiz muss erstens auf ihre strenge außenpolitische Neutralität setzen. Also nicht überall sich einmischen und reinquatschen und reinsanktionieren und konfligieren, wie das viele Parlamentarier in Bern wollen. Und zweitens Aufrüstung der Schweizer Armee. Jetzt sind wir beim Stichwort Schweizer Armee. Armeechef Süssli ist in eine Twitter-Affäre verstrickt. Und zwar eine Twitter-Affäre, die er selber ausgelöst hat. Er hat sich ablichten lassen mit Vertretern einer Schweizer Elitetruppe, einer geheimen Elitetruppe, die in Kabul unbewaffnet bei der Evakuierung der Schweizer und der mit ihnen verbundenen Personen half. Und in seiner Begeisterung über diesen tollen Ausland-Armeeeinsatz, unbewaffneten Armeeeinsatz seiner Elitesoldaten, hat Süssli die Gelegenheit gepackt, um sich mit denen, sie sind streng maskiert, haben so, kann sie nicht erkennen, strahlend auf einem Bild
abzulichten in einer Selbstinszenierungspose und hat das dann vertwittert. Und das hat jetzt zu reden gegeben in der Schweizer Politik. Die Linke kritisiert das. Man müsse Geheimarmeen auch geheim halten und die Bürgerlichen finden eher lobende Worte. Ich neige hier den Linken zu, das ist falsch. Also das ist nicht der Auftrag eines Armeechefs, sich auf Twitter strahlend mit Geheimtruppen zu inszenieren. Man kann das bestenfalls irgendwo unterkühlt mit Understatement an einer Medienkonferenz oder irgendwo fallen lassen. Aber diese eitle Selbstaufspreizungspose, die passt weder zu einem Armeechef noch zu dieser Truppe, die ja eben geheim bleiben sollte, streng geheim bleiben sollte. Das löst auch nur Neid und Missgunst aus innerhalb der Armee. Das ist ein Fehler und eben Ausfluss dieser infantilen Twitter-Kultur, die wir an der Spitze unseres Staates leider auch erleben. Wie Teenager twittern die da ihre Begeisterung in die Welt hinaus. Und ich sage das selbstkritisch, auch Journalisten, auch ich, wir müssen uns viel mehr hinterfragen in dem, was wir twittern. Ich habe mich sicher auch schon x-fach vertwittert. Man schaltet einfach gelegentlich das Hirn aus und lässt sich zu sehr von der eigenen Eitelkeit davontragen. Als Journalist kann man sich noch halbwegs damit rechtfertigen, dass man sagt, ja gut, wir sind ja im Kommunikationsgewerbe, aber hier ist wirklich eine fragwürdige Tendenz zu beobachten. Also Armeechefs, Bundesräte sollten sich beim Twittern zurückhalten. Richtig ist, dass Süssli seine Armee verteidigt und würdigt, aber nicht mit diesen Methoden. Die Linke hat hier ausnahmsweise recht. Corona-Maßnahmen in der Schweiz, Situation stabilisiert sich, Zertifikatsentscheid vorerst verschoben. Der Bundesrat trifft einen pragmatischen Entscheid. Man wartet ab. Die Ansteckungszahlen haben sich auf hohem Niveau stabilisiert. Die Belegung der Intensivstationen nimmt noch zu, aber vielleicht bestätigen sich die Trends nicht. Richtig, dass der Bundesrat jetzt hier nicht gleich mit der Keule reingefahren ist, sondern sich pragmatisch zurückhaltend verhält. SVP, Gesundheitsdirektorin im Kanton Zürich, Nathalie Rickli, hat eine intensive Debatte ausgelöst mit ihrer Aussage, dass Ungeimpfte konsequenterweise doch auf die Intensivstationenbenutzung verzichten sollten. Nicht als Forderung, das muss man hier ganz klar herausstreichen. Sie hat das mehr als philosophische Möglichkeit, als Denkvariante in den Raum gestellt. Sie hat das Unsagbare gesagt, wie die Medien kommentieren. Und ich habe mich hier auch in aller Zurückhaltung dazu geäußert, ganz bewusst zurückhaltend, denn ich möchte nicht mit einem Benzinkanister noch mehr Öl ins Feuer gießen. Die Stimmung ist jetzt schon etwas vergiftet. Ich finde diese Aussage falsch, die Frau Rickli gemacht hat, aber ich sage das vor dem Hintergrund, dass ich sehr großen Respekt vor dieser Politikerin habe. Sie hat sehr viel gut und richtig gemacht in dieser Pandemie. Sie hat auch Fehler gemacht, die wir hier kritisiert haben. Sie ist eine mutige Politikerin, es ist eine Politikerin, die sich getraut, auch hinzustehen, unbequeme Entscheide zu treffen und die dann auch zu vertreten. Ist nicht einfach eine Wohlfühlpolitikerin, die sich da im Schaumbad des Mainstreams wohlig etwas treiben lässt. Nein, das ist eine Frau, die von Teenagerjahren an, wie man mir erzählt hat, schon ein starkes politisches Bewusstsein ausprägte, viel früher als ich übrigens, und da auch konstant dabei geblieben ist. Trotzdem macht sie hier einen Fehler. Ich finde diese Argumentationslinie gefährlich. Sie wird auch nichts nützen, denn man wird so niemanden, der die Regierung kritisiert, überzeugen können, die Regierung nicht mehr zu kritisieren oder sich impfen zu lassen. Ich bin fürs Impfen, ich bin nicht gegen das Impfen. Aber ich bin dagegen, dass man die Freiheitsrechte meiner Mitbürger beschneidet, dass man ihnen vorschreiben möchte, was sie sich in ihren Körper injizieren sollen. Das sind hochpersönliche Entscheidungen und diese persönlichen Entscheidungsspielräume, das Recht auf den eigenen Körper, das muss man in der Schweiz einfach respektieren. Man kann versuchen, diese Leute zu überzeugen. Die intensivsten Impfskeptiker und Impfkritiker, man kann versuchen, sie mit Argumenten zu erreichen. Aber wenn man das nicht schafft, ja, dann nützt es nicht, wenn man ihnen die Daumenschrauben anlegt. Das macht man nicht. Weil dann werden Empfehlungen zu Erpressungen und das ist ein falsches Verhalten
in der Schweiz. Und etwas Zweites ist auch störend hier. Wir haben ein staatliches Gesundheitswesen. Alle müssen in einer Krankenkasse sein, das heißt, sie zahlen. Wenn sie zahlen, haben sie auch Anspruch auf die medizinischen Leistungen. Genauso wie die Übergewichtigen, die ungesund Lebenden, die Leute, die riskante Sportarten ausüben, da käme man nie auf die Idee, ihnen die Leistungen dieses solidarischen und für seine Solidarität immer wieder gerühmten Gesundheitswesens zu entziehen. Da sagt dann Frau Rickli natürlich, ja, aber die Übergewichtigen, die Kettenraucher, die stellen keine Bedrohung für das Gesundheitswesen dar, weil sie nicht zu einer Überlastung der Intensivstationen führen. Ja gut, diesen Ball kann man zurückspielen und sagen, ja gut, das ist eure Schuld, dass ihr zu wenig Intensivstationen zur Verfügung stellt. Man dreht sich dann da im Kreis, das bringt nichts, das wird die Situation nur vergiften. Das war ein Fehler, da ist sie zu weit gegangen. Ich lehne das ab, aber ich sage das mit großem Respekt für die Gesamtleistung dieser SVP-Politikerin, die wir in dieser Sendung auch schon zu Recht kritisiert haben. Übrigens, der Epidemiologe Marcel Salaté hat den Bundesrat für seine Zurückhaltung ebenfalls gelobt. Deutschland, deutscher Wahlkampf, das trübselige Spektakel nach dem Kanzler-Triell, nach der großen Debatte im Fernsehen am letzten Sonntag, gibt es für mich nur einen zwingenden Befund. Die Merkel-CDU muss sich aus der Regierung zurückziehen. Sie muss in der Opposition gesunden. Denn man kann sich nicht nur zu Tode amüsieren in der Politik. Das ist ein Zitat des amerikanischen Medienwissenschaftlers Neil Postman. Man kann sich nicht nur zu Tode amüsieren, nein, man kann sich eben auch zu Tode regieren. Und diese CDU hat sich definitiv zu Tode regiert. Angela Merkel, die Kanzlerin, bei all ihren Verdiensten und all ihren Fragwürdigkeiten, sie hat einen ganz großen Fehler gemacht. Sie hat nämlich die CDU abgeschafft als Partei. Eine Partei definiert sich ja dadurch, dass sie Partei für etwas Konkretes, Fassbares ergreift und dann auch dabei bleibt. Partei ergreifen. Eine Partei ist immer Partei, aber Merkel hat eben etwas anderes gemacht. Sie wollte, dass die CDU für alles Partei ergreift. Auch fürs Gegenteil. Und wenn sie für alles Partei ergreifen, dann ergreifen sie eben am Schluss Partei für nichts. Dann sind sie keine Partei mehr, dann sind sie ein beliebiges, waberndes Gebilde. Und im Kern hat Merkel den ganz großen strategischen Fehler gemacht, aus Sicht der CDU, dass sie ihre Partei massiv nach links geführt hat. Das hat dazu geführt, dass etwas passiert ist, was nie hätte passieren dürfen, nämlich dass rechts von der CDU eine demokratisch legitimierte Partei entsteht, nämlich die AfD. Was hat Frau Merkel gemacht in ihrer Verzweiflung? Sie hat natürlich auch gewusst, das ist ganz schlecht. Sie hat auf die Diffamierungskarte gesetzt und hat gesagt, ja, diese Partei, die AfD rechts von uns, das ist eine Nazi-Partei, das ist Giftschrank, das ist Gruselkabinett, mit denen dürfen wir ja nicht zusammenarbeiten, alle Brücken müssen verbrannt werden, aber in dieser AfD sind sehr viele unzufriedene CDU-Wähler, also ein Teil der CDU hat sich in die AfD abgespaltet und die Kanzlerin hat in ihrer Unfähigkeit, ihren Fehler einzugestehen, jetzt diesen Teil eigentlich der CDU-Familie gleichsam unter Quarantäne gestellt, beziehungsweise als unberührbar taxiert. Und da sehen Sie natürlich den Effekt, wenn Sie Ihre Wählerschaft beschneiden durch eine falsche Strategie des Linkskurses, ja, dann schwächen Sie das bürgerliche Lager. Und Merkel hat das bürgerliche Lager in Deutschland entscheidend geschwächt und damit jetzt die Linken eigentlich in den Sattel gehoben. Denn die Linken haben diese Berührungsängste nicht. Olaf Scholz, der nie lächelnde Kanzlerkandidat einer dysfunktionalen SPD, hat ganz klar gesagt, nein, wir können auch mit der Linkspartei, der Linksaußenpartei, koalieren. Während sich die Bürgerlichen selber zerfleischen in völlig fruchtlosen Nazi-Debatten. Ich sage nicht, dass es keine fragwürdigen Figuren in der AfD gibt, aber ich weigere mich, diese Diffamierung Deutschlands als nach wie vor Hort eines relevanten Nazitums herabzusetzen. Das ist einfach nicht so. Das ist auch eine Beleidigung gegenüber den Deutschen, die nun wirklich der Hinterste und der Letzte gemerkt hat, dass die Jahre 33 bis 45 vielleicht nicht unbedingt zu den erfolgreichsten der deutschen Geschichte gehört haben, um es jetzt etwas zurückhaltend und mit leichtem ironischem Zungenschlag auszudrücken. Das ist doch völlig
sinnlos, wenn sich die gegenseitig aufreiben. Und deshalb hier meine Schlussfolgerung, diese CDU muss sich von der Merkel-CDU sozusagen kurieren, die muss gesunden in der Opposition sich selber wiederfinden. Und dann sollen die Linken hier das Zepter führen, und das hätte vielleicht auch einen therapeutischen Effekt für viele Deutsche, die dann sehen, was dieser Sozialismus, dieser Sozialdemokratismus, was das dann in der Praxis bewirkt, noch grün eingefärbt, wobei die Grünen in Deutschland, die sind ja auch tiefrot, mit Ausnahme vielleicht von diesem schlauen Habeck, der ja aus Sicht der Konkurrenz glücklicherweise an einer Kanzlerkandidatur gehindert wurde, der hätte natürlich viel mehr PS auf dem Boden als diese bedauernswerte Frau Baerbock. Aber eben jetzt ein links-linkes Regime, rot-grün in Deutschland mit den entsprechenden therapeutischen Abschreckungseffekten, dann in der Opposition kann die CDU gesunden, um dann wieder zurückzukehren als eine Partei, die in der Lage ist, das bürgerliche, auch das konservative Lager in Deutschland wieder zu vereinen. Das ist mit dieser Merkel-Kontinuität, mit dieser Merkel-Fortführung nicht möglich, denn Frau Merkel hat eben ihre Linksstrategie, ihren Linkskurs quasi bemäntelt, schön gefärbt, gerechtfertigt, indem sie einfach die Abspaltung, die AfD total verteufelt hat, was letztlich nicht der komplexeren, differenzierten Realität in Deutschland gerecht wird. Links-links-grün, oder wie heißt das, rot-rot-grün in Deutschland hätte natürlich auch für die Schweiz massive Konsequenzen. Um es mit einer Wendung auszudrücken, rette sich, wer kann. Also verkaufen Sie Ihre Häuser noch nicht, wenn Sie ein Haus haben in der Schweiz. Warten Sie, die Nachfrage wird steigen, wenn Rot-Rot-Grün gewählt wird. Dann nämlich werden sehr viele wohlhabende Deutsche die Flucht ergreifen. Die werden also nicht in diesem Deutschland bleiben, und die Schweiz ist der bevorzugte Fluchtort immer schon gewesen in der Geschichte Europas. Die Deutschen, wenn immer die Regierungen in Berlin oder wo auch immer übertrieben haben, sind sie in die Schweiz gekommen, um die Freiheit zu genießen. Und das wäre dann hier die Perspektive. Also warten Sie noch mit dem Häuserverkauf. Links-grün, rot-rot-grün wird zu einem beträchtlichen Exodus von Deutschen in die Schweiz führen und hoffentlich dann mittelfristig zu einer Gesundung der CDU, die dann wieder das werden kann, was sie einmal war, nämlich eine Partei der Wirklichkeit. Unter den Traumtänzern, die da sonst herumschwirren, den Grünen, die von Solarzellen träumen, den Roten, die von immer noch höheren Steuern träumen, die FDP, die von der Macht träumen, und die AfD, die träumen vom deutschen Wald im Mittelalter. In dieser Traumlandschaft müsste doch die CDU die Chance packen, als Partei der Wirklichkeit in Erscheinung zu treten. Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie das machen, dann sind Sie sofort wieder erfolgreich. EU-Kommissarin ermahnt Polen. Eine interessante Geschichte, nur ganz kurz. Polen diskutiert über den Vorrang des Landesrechts vor dem EU-Recht. Kommt Ihnen das bekannt vor? Hatten wir in der Schweiz sogar eine Volksabstimmung. In der EU ist es auch akut. Die neueren EU-Mitgliedstaaten, die ostmitteleuropäischen Staaten, die haben eben ein stärkeres souveränitätspolitisches Gefühl, ein Selbstgefühl, und sie möchten eben den Vorrang der eigenen Verfassung, aber das ist in der Europäischen Union natürlich schwierig, das wird die EU niemals zulassen, die Polen werden da zurückkrebsen müssen, aber das ist trotzdem ein spannendes Thema. Und zum Schluss noch eine Geschichte, die ich hochinteressant finde. Das ist ein abendfüllender Stoff, über den man sich herrlich unterhalten kann. Ich beziehe mich auf einen Artikel im Wall Street Journal von einem Forscher, von einem Wissenschaftler, James Lee. Der Titel: Stellen wir uns eine Zukunft ohne Sex vor. Das klingt frivol, ist aber ziemlich wissenschaftlich akut. Es geht hier nämlich um die neuen Fortpflanzungstechniken, insbesondere die In-vitro-Fertilisation. Und Herr Lee schreibt, wie uns diese Technologie befähigen wird,
Eier, befruchtete Eizellen, Eier auszuwählen, Embryonen quasi vorzuselektionieren und dadurch, durch diese Auswahl, nennen wir es deutlich, Zuchtverfahren, beispielsweise den IQ der dann heranwachsenden Menschen, der Lebewesen, der Embryonen, der Menschen zu verbessern. Und das ist natürlich eine bezirzende Aussicht, wenn man sich vorstellen kann, okay, also meine Kinder, ich kann durch eine Auswahl und diese Verwendung dieser Techniken den IQ steigern, indem ich die richtigen Eizellen und weiß nicht was alles auswähle, fragen Sie mich nicht nach den Details, und über zwei Generationen haben wir dann schon Nobelpreisträger in der Familie. Das sind natürlich verführerische Aussichten, ein gottähnlicher Status für den Menschen. Die Sexualität wird sich dann völlig loskoppeln von der Fortpflanzung, und über dieses Thema philosophiert hier James Lee. Die Menschen reagieren natürlich in aller Regel entrüstet, sagen, ja, das machen wir gar nicht, ganz schlimm, Zucht, Eugenik, wir weisen das von uns. Das ist natürlich auch etwas, ja, moralische Selbstschönigung, denn tatsächlich sind die Menschen ja immer daran, Auswahl zu treffen, gerade im zwischenmenschlich-sexuellen Fortpflanzungsbereich. Da schaut man ja ganz genau, was für Gene hole ich mir ins Haus. Sind wir einfach ehrlich miteinander. Ich weiß, viele würden sagen, nein, was sind das für ketzerische Gedanken? Nichts ist provokativer als die Wirklichkeit. Natürlich haben sich die Menschen schon seit Zehntausenden von Jahren mit der Frage der Zuchtauswahl beschäftigt, durch die Wahl ihrer Fortpflanzungspartner. Wenn man in der beneidenswerten Lage ist, hier überhaupt eine Wahl treffen zu können, selbstverständlich ist der Mensch ein Lebewesen, das zur permanenten Optimierung neigt, und die Technologie gibt uns natürlich neue Möglichkeiten der Selbst- und der Nachwuchsoptimierung in die Hand, und die Frage ist, wie wir damit umgehen werden. Können wir damit umgehen? Und Herr Lee dreht eben dieses interessante Thema dann etwas in die pikante Fragestellung, steuern wir in eine Zukunft ohne Sex? Das ist ja nicht ganz präzis. Man wird wohl immer noch Sex haben, aber möglicherweise wird dann der Sex mit der Fortpflanzung nichts mehr zu tun haben. Aber egal, das ist sehr anregend. Und jetzt nicht in dem Sinn, wie Sie vielleicht meinen, nein, das ist intellektuell stimulierend. Und deshalb schließe ich mit diesem Thema. Das ist ein interessanter Input. Darüber kann man sich trefflich unterhalten. Der Mensch kommt hier also, um es noch einmal auf den Punkt zu bringen, rasiermesserscharf, der Mensch eignet sich hier technologisch einen gottähnlichen Status an und könnte sich nach der Auffassung von Herrn Lee die Sexualität sogar abgewöhnen, denn wenn wir uns ins Modell Ehe für alle noch hineinversetzen, ja, dann sind auch alle Geschlechtskonstellationen ja künftig in der Lage, auf diesem Weg optimierten Nachwuchs zu erzeugen, um das hässliche Wort produzieren in diesem Zusammenhang zu vermeiden. Und mit diesen offenen Fragen entlasse ich Sie in den Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Und heute Abend übrigens bin ich 7:45 wieder in der Talkshow bei Bild Live, bei der Bild-Zeitung. Die offenste, direkteste und, wie ich meine, beste Talkshow im deutschsprachigen Raum. Wieder mit Weltwoche-Beteiligung, 7:45, gehen Sie auf bild.de. Dort können Sie sich dann weiterklicken. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen wieder.